Yo, liebe Leute, mein Name ist Yves, ein herzliches Willkommen zum nächsten Pokémon-Gelb-Part. Im letzten Part oder die letzten drei Parts hatten wir Dennis dabei, den lieben Mann Tauchen. Und ich weiß, ihr findet ihn alle unterhaltsam. Ich habe mir auch schon öfters mal überlegt, ob ich jetzt öfters mit ihm was mache. Und ja, ich bin jetzt dabei und wollte mein Team trainieren für die Elektro-Arena. Das heißt, Team-Taktik wird hier rausgelegt. Und ich nehme jetzt mir erstmal unseren Vitismo mit. Unser Kleinstein. Was wahrscheinlich in der Elektro-Arena zerstören wird. Und ja, ich bin immer noch in der guten alten MS-Anno unterwegs. Wir haben ja immer noch nicht komplett alles, ich sag mal, alles durch in der guten alten MS-Anne. Und deswegen wird, wenn ich es schaffe, so ein bisschen nebenbei Vitismo gelevelt. Aber lol, warum ist das nicht voll live? Egal. Gehen wir einmal zurück und halten es hoch. Und ich weiß nicht, ob ihr es noch hört. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Das heißt, ich weiß auch noch nicht, ob ich es schaffe, diese Woche vernünftig Videos hochzubringen, weil ich letzte Woche auch schon erkältet war und im Moment mit einer Stimme und auch immer mit der Nase wird es immer schwieriger. Aber ich glaube, ich werde es schaffen. Also so ist es nicht. Ich habe ja ein gutes Wunderheilmittel mir besorgt. Schön Hustensaft. Also von daher passt das schon. So, auf geht's. Jetzt müsste eigentlich unser Vitismo, ja, da. So, und ich will ja eigentlich auch Pikachu leveln. Das ist ja nicht nur das Einzige, was mir fehlt, aber Pikachu wird ja erstmal getauscht gegen Kleinstein. So. Und ich mach mal Twitter wieder aus. Irgendwie habe ich immer mein Dings an, wenn ich hier gerade aufnehmen möchte, mein Gelb-Part. Ich weiß nicht, ob ich im nächsten Part wieder jemanden dabei habe. Ich denke schon. Und ne, ich wollte eigentlich zu MS Anne und da rein trainieren. So. So, und wenn ich jetzt noch richtigen Kopf habe, erwartet mich da auch später ein Rivalenkampf. Bin aber noch so ein bisschen vorsichtig, weil ich weiß nicht mehr genau wo. Es ist schon wieder so lang her. Und es dauert ja nicht mal mehr als einen Monat, Leute. Dann dürft ihr endlich auch wieder Pokémon Gelb, Pokémon Blau und auch Pokémon Rot spielen. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich finde das mega geil. Ich freue mich riesig darauf, nicht mehr auf dem Emulator spielen zu müssen. So, und hier hatten wir alles besiegt, wenn ich es jetzt richtig noch im Kopf habe. Wir durften jetzt eigentlich runtergehen. Zack. So. Und hier waren wir jetzt weiter. Ich glaube, nee, die Tür hatten wir noch nicht, ne? Oder? Hatten wir dich schon? Auf einmal alleine habe ich ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Er sieht ungefähr. Ja, den hatten wir schon. Der hat uns Relaxo gezeigt für unser Pokédex. So. Genau, die hatten wir auch besiegt. Dann müsste jetzt eigentlich der nächste Raum. Da geht's jetzt weiter. So. Ne, die haben wir auch schon. Lol, die haben wir auch schon gemacht. Hä? Wie weit habe ich denn vorgeschritten? Ihr müsst rechnen, ich nehme ja nicht immer alle und währenddessen oder jeden Tag immer eine Folge auf. Ah, hier waren wir noch nicht. Okay. So, ich will natürlich erstmal nur gegen den kämpfen. Was sagst du, lieber starke Seite? Pokémon! Ja. Habe ich jetzt gar nicht so schnell gelesen, aber gut. Gentleman möchte mit dir kämpfen. Setz Fukano ein. Nice. Und ich habe ein klein. Wow, sieht ja komisch aus. Ich gehe deswegen jetzt mal in mein OP-Shooting. Müsste das eigentlich locker tanken, den Flammenwurf. Ich glaube, ist das nicht resistet? Aber weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall kann ich danach dann, ja, das macht fast keinen Damage. Oh nein, ich habe ja Flucht wieder letztes Mal auch schon gelernt. Oh, ja, lol, ich habe Blubberschwall drauf gemacht. Easy. Lol. Stimmt ja, ich hatte Blubberstrahl drauf gemacht. So, damit können wir jetzt Vitismo nämlich ein bisschen leveln. Wechseln wir aus. Weil ich muss Vitismo eigentlich relativ hoch kriegen. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Part jetzt machen werde. Oder ob ich einen Cut mache und ja, ins Gras gehe und dann einfach ein bisschen hoch trainiere. Bin ich noch ein bisschen am Überlegen. Ich weiß es selbst noch nicht. Aber auf jeden Fall machen wir heute wieder ein Part, die gute alte Miss Annie erstmal weiter. Weil wir da ja durch müssen. Ich brauche erstens noch den Zerschneider. Den brauchen wir auch noch. Den habe ich immer noch nicht. Und ich glaube, den kriegt man hier, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Vitismo erreicht Level 12.
Eve besiegt den Gentleman. Easy. Und bis jetzt haben wir noch keinen verloren, Alter. Ich bin voll stolz im Moment, dass wir so viele Parts haben und noch keinen verloren haben. Cinnamon! Und was haben wir hier? Gleich zum nächsten. Wo warst du, als die Party lief? Ja, vielleicht war ich noch in der Azur-Arena. Azurenia City, oder wie die Mist heißt da. Und hab Dings besiegt. So, Pummelow. Es wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Gesang einsetzen. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Deswegen gehe ich in meine Genki-Dama. Pummeluft ist in der ersten Gen noch ein Normaltyp. Es macht Pfund, nice. Und deswegen hauen wir jetzt unseren Fußkick drauf. So, das macht doch mal schönen Damage. Und bitte, oh Gott sei Dank, es hat keine Wirkung. Nice, es hat keine Wirkung. Nein! Ein Igler. Komm, jetzt Treffer. Ja, nice. So, damit haut auch Genki-Dama hier mal wieder was um. Und Vitismo muss gelevelt werden. Dün, 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 dün. So, den Raum haben wir auch fertig. Nächsten Raum. Zack. Wir machen das jetzt alles Stück am Stück. Was macht die hier? Mein Vater war mit mir in der Safari. Ich freue mich schon richtig, in die Safari-Zone zu gehen. Aus dem einfachen Grunde, weil wir da einen richtig coolen Encounter fangen können. Chanera oder sowas. Aber ja, das Problem ist einfach dieses Glück zu haben, dass wir da was kriegen, ne, ist ja sehr gering. Der Captain war kreidebleich. Er sah schlecht aus. Was? Viele Leute werden leicht seekrank. Ja. Jetzt sag los, wir können nicht los. Ne, hier erwartet uns der Kampf. Hier erwartet uns der Kampf. Doch, 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 doch. Ich laufe erst die andere Seite lang. Weil, wenn ich den Rivalenkampf gemacht habe, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, kann ich nicht mehr durchs ganze Schiff und werde rausgeschmissen. Deswegen gehe ich jetzt auch erst einmal die Seite rum. Aber da war ja auch jetzt, glaube ich, doch nur die Cafeteria, oder nicht? Irgendwie so, ne? Nee. So, weiter geht's. So. Auf geht's und weiter geht's. Hä? Wie, wollt ihr nicht campen? Toll, dann nehmen wir das Item so mit. Dopptrang! So. Okay, 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 okay. Weiter. So, ins nächste. Ja, die kämpfen. Und irgendeiner, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat einen Mushash. Ist auch nicht so schlimm. Aber wir haben ja immer noch unser Tom, das Weed. Das wird hier sonst alles kaputt machen. Im Moment finde ich das Team einfach echt gut. Also, es kann vieles kaputt machen. Ja, sogar er hatte Muschatz. Hey, habe ich gleich richtig predicted. So, wechseln wir gleich auf Tom the Sweet. Und dann sind wir eigentlich fast im ganzen Schiff wie du. Ich habe alle besiegt, muss ich sagen. Absorber. So, was macht irgendwie fast gar kein Damage. Und wir heilen uns jetzt sowieso voll gegen. Reicht das aus für... Ah, Tuit. Tuit, schade. Ich habe gedacht, das ist irgendwie so One-Hit. Das wäre viel cooler gewesen. Aber... Ja, super, schade. Bitte komm durch. Bitte, bitte. Ja, Nizza, Nizza. So. Lol, das reicht nicht. Egal, wir sind full life. Und ich mach noch einmal. Bitte lass uns jetzt bitte wieder durchkommen. Bitte, bitte, bitte. Yes. Gut. Damit ist Mushas raus. Tom, das Video wird 13, oder? Nizza, Nizza. Es ist 13. So, und Tom, das Video erreicht Level 23. Cool. Also nebenbei werden hier alle so ein bisschen gelevelt. Und ich glaube, er ist irgendwie bei 28 ist er im Moment. Der Arena-Leiter. Ich weiß nicht, ob ich es nachgucke. Ich würde es gerne nachgucken, aber irgendwie denke ich so, das wäre auch ungerecht. Dann weiß ich wie genau, wie ich mich vorbereiten muss. Und ich weiß halt nur, dass Kleinstein hier alles kaputt machen kann. Und unser OP-Shooting genauso. Seba! Hallo, Seba! Und ich deswegen, wie Tismo, hier noch ein bisschen leveln muss. So, wir gehen wieder in Tom the Sweet. So, Tom the Sweet, zeig, was du kannst. Zeig, was du kannst. Und tank diesen Blubber. Alter, das war ein Crit! Lol. Das macht ja gar keinen Damage. Und meine Init ist gesungen. Aber trotzdem, lol, das war ein Quid. Ja, dann. Easy.
Und jetzt haben wir es um. Sepa. Also irgendwie hoffe ich später, dass ich auch irgendwie so ein Sepa oder sowas kriege. Das wäre echt cool. Aber eigentlich würde ich jetzt gern gleich irgendwo so ein Hypno fangen. So ein für die Giftarena. Für Koga. Weil das wird auch später richtig schwierig sonst. So. Zack. Muschasch. Ich weiß halt nicht, ob Vitismo, wenn ich das auf 20 bringe, ob das schon ausreichen würde, damit es in der Elektro-Arena einiges kaputt machen kann. Eigentlich schon. Da ist sowieso, ja, Donnerblitz oder sowas können die nur einsetzen. Also können die uns nicht viel machen, aber ja, wenn es nachher nicht ausreichen sollte und uns eher irgendwie, weiß gar nicht, Pikachu, Donnerblitz, Slam, Tech, aber es sind alles Sachen, die uns kein Damage zufügen kann. Und die Verteidigung von Kleinstein ist eigentlich relativ hoch, sodass er da auch nicht viel machen kann. Also Raichu kann keinen Donnerblitz einsetzen. Nee, also ich glaube eigentlich kommen wir da ganz gut mit hin. Er ist jetzt eh schon Level 14, es geht eigentlich relativ schnell. Und Tentacha kommt hier auch nochmal. Also bis jetzt ist Mappen unsere einzige Win Condition bei Koga. Ich weiß nur nicht, ob ich es beibehalten werde. Also unser Maxi. Auf jeden Fall eigentlich schon. Aber ich habe im Moment halt auch Tom das Sweet, was als Pflanze dienen kann. Und die Kampfarena, da weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das mache. Da bin ich auch noch so ein bisschen am überlegen. Also ich hoffe, dass ich da so ein paar coole Encounter noch fangen werde. Säure, ich hasse die Attacke, ne? Die Attacke ist nicht so effektiv, die Verteidigung sinkt. Ach lol, das ist ja Gift. Machen wir es an der Schlafbruder. Ich schlafe das jetzt, oder ich schläfer das jetzt erstmal ein und wechsle dann auf Smeppo. Und Smeppo soll jetzt mit einer Konfusion einfach rausnehmen können, hoffe ich mal. So waren dann alle ein bisschen dran beteiligt. So, Maxi, auf geht's. Hau eine Konfusion drauf. Werd vielleicht noch ein bisschen lernen mit Level Up, das wäre echt cool. Ah, schade. Aber reicht auf jeden Fall im nächsten Hit aus. Der nächste Hit reicht aus. So. Bada boom, bada bang. Tentacha, du bist weg. So, und kein Level Up. Schade, hätte ich mich sehr gefreut. Auf jeden Fall beide Matrosen schon mal besiegt in dem Raum. Gehen wir gleich weiter. Und frühstücken uns den nächsten ab. Okay, den kriegen wir so, das Item. Erdner, den kann ich gut gebrauchen. Aber erstmal gucken wir, was er hat. Und ich glaube, er hat auch relativ viele, Pflanzen-Pokémon. Wasser-Pokémon. Wasser! Ich meine Wasser! So, und wir wechseln aus auf Tom das Reed. Ist auch mein einzigste. Im Moment, weil ich Pikachu hat keinen Donnerblitz mehr, ist auch kacke. Hätte Pikachu Donnerblitz noch behalten, wäre das jetzt richtig gut. Aber nein. Blubber. Boah, wie wenig Damage das macht, ne? Das ist echt unglaublich. Wow. So, und ich glaube, der nächste Hit reicht definitiv aus, um hier Sepa rauszunehmen. So, Sepa. Und damit sind wir fast wieder bei Full Life. Okay, passt. Ja, 4 KP fehlen uns eigentlich gar nicht so schlecht. So, Sepa kommt wieder. Ist kein Problem, wir wechseln wieder aus. So, Sepa Sprite ist so süß, finde ich, ne? Ich finde das wirklich so süß. Ich finde immer klein, also sag mal ehrlich, wenn ihr jetzt so Kleinstein Sprite seht, jetzt, ich ersehe da keinen Kleinstein raus, überhaupt gar nichts. Also, dann ist für mich einfach nur ein großer schwarzer Fleck. Und ich weiß auch nicht, wo Kleinstein diese Hügel hat. Ich glaube, sollen das Haare sein? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Den Spalt finde ich nicht cool. Also, wenn man so Kleinstein sieht, gegenüber jetzt, so wie Sepa gegenüber als Gegner hat, dann sieht das echt cool aus. Aber so, weiß ich auch nicht. Und wenn euch das noch nicht aufgefallen ist, ich habe übrigens mittlerweile den Rahmen geändert gehabt. Also, die Spites. Ich habe gedacht, die erste Gen nehme ich mal raus. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer, wenn ihr so ein bisschen neuere seht. Ich weiß nicht, ob ihr das behalten wollt oder nicht. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich finde, glaube ich, also ich finde es im Moment so besser.
weil es ein bisschen übersichtlicher ist und auch für mich auch ein bisschen angenehmer. So, und wir machen das gleiche Spielchen nochmal. Ich wechsle einfach nur aus, ein. Los, Vitesmo! Nee, kein Tackle. Zack. Dann ist Tom das Speed aber auch gleich Level 24. Oder sollte gleich Level 24 sein. Oh, wie süß der Damage. So, ich schläfe das jetzt erstmal ein. Schlafbruder trifft. So. Ja, ist klar, es schläft sowieso. Dann einmal Absorber. Gigasauger wäre richtig cool, wenn ich das mittlerweile könnte. Oder Megasauger, was man damals konnte. So, Absorber ist eigentlich eine Voll-Low-Attacke. Gigasauger, Megasauger wäre echt cool. Dann wäre Tom das Speed echt stark. So. Und? Nee, kein Level 24, schade. So, der Matrose ist auch besiegt. Aber ich mache hier echt gut Kohle in dem Scheiß-Frack hier, oder was ist es? Zack. Okay, das Item will ich haben. Das will ich haben. Und wieder ein Matrose. Auch Seeleute besitzen Pokémon. Ja, das hätte ich mir nicht gedacht, dass Seeleute Pokémon besitzen. Also, du bist ja ein richtiger, kluger Matrose, doch. Tentacha, okay, also Vitesmo steigt vom Dings her, vom Live jetzt irgendwie, also vom KP-Investment irgendwie nicht, aber ich gehe jetzt gleich auf meinen Smappo, weil ich denke, es wird sowieso eine Säure oder sowas kommen. Und die Säure kommt, er sah, lol, die ist effektiv, okay, Schlafbruder trifft bitte, oh Gott sei Dank, yes. So, Konfusion. Lol, nur zum Tweet reicht das aus. Lol. Tentara, finde ich nicht gut. So, und... Ach, schade, kein Crit. Aber egal. Ist verwirrt. Cool. Das passt richtig gut. Bam, sie umgehauen. So, Volltreffer. Hätte ich eine Runde früher brauchen können. Also, das wäre viel besser gewesen. Sterno, okay, das da kennt Tom das Weed sich mit aus, aber wir wechseln erst wieder in Vitesmo. Hallo Sterno, ich habe wir schon bei Misty gesehen und ich habe mir eiskalt kaputt gereckt. Also, ach, wir haben mich so vernascht, ne? So, wieder auswechseln. Tackle. Leute, ich habe noch 6 Absorber. Ich muss gleich unbedingt eben einmal noch wieder zum Pokémon Center. Und ich glaube, dann haben wir hier alles in diesem Frack fertig gemacht. Oder beziehungsweise alles erledigt. So, dass wir dann den Rivalenkampf machen können. Und mal gucken, ob wir beim Rivalenkampf Nummer 3 oder 4, welches das jetzt ist, den ersten Encounter verlieren. Ich hoffe nicht. Aber mal abwarten. So, Vitesmo. Steinwurf! Nice! Richtig gut. Das ist gut. Steinwurf ist Boden, ne? Oder? Bitte, lass es Boden sein. Dann kann ich damit die Elektro-Attacke Arena gut treffen. Bitte, Boden. Steinwurf. Kann ich nicht sehen, welcher Typ das ist? Lol. Geht das ehrlich nicht? Doch, klar. Irgendwo. Nein, ich kann das nicht sehen. Ich muss erst ein Oh, lol. TM44. Okay, was ist TM44? Also hätte ich jetzt den Rivalenkampf gemacht, hätte ich die TM ja nie bekommen. Lol. Was ist denn das für eine Erholung? Ja, im Moment braucht das noch keiner bei mir Erholung. Und das ist schon die letzte Tür. Okay. Dann die letzte Tür machen wir heute noch. Und dann gehen wir zurück. Warte doch mal. Lass uns plaudern. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Oh, warum immer nur Wasser-Pokémon? Carpador. Genau das man, was mir am meisten Probleme bereiten kann. Im Moment. So. Gestein ist das. Okay. Ja, Boden wäre cooler gewesen. Tom das Sweet einschläfern. Wechseln auf Maxi und dann umhauen. Ja. Guter Plan. Guter Plan. Verteidigung ist gesunken. So, Schlafbruder. Wieder Säure.
Oh Mann, mach das. Das ist doch kacke. Schlaf, Bruder, schlaf bitte. Geht doch. So. Zack. Maxi. So, Maxi. Jetzt darfst du mal hier wieder ein bisschen mit deiner Konfusion um dich ballern. Konfusion, go! Dass sie einfach nicht zum Tool-Hit reicht. Leute, ist... Oh, shit. Wenn er quitten sollte, dürfte er uns nicht ausnehmen. Schlaf, Bruder. Oh, yes! Wir sind schneller. Okay, passt. Bitte rein. Quit, quit. Ja, wir haben den Quit gekriegt. Nice. Okay, okay, okay. Nice. Vitismo, komm. Komm, irgendjemand muss auch jetzt mal wieder ein Level abkriegen. Sternu. Ja, das ist gut für unser Tom the Sweet. Das kriegt Tom the Sweet easy hin. Bloß, ich hoffe, kein Gift-Pokémon zum Schluss. Irgendwie Sefa oder so wieder wäre cool. Dann kann ich das nämlich super auf Tom the Sweet wechseln, weil, ja, das kriegt sowas von keine Probleme dagegen. So, Tackle kommt. Easy, tanken wir. Wir nehmen erstmal einen Absorber. Bitte reicht's zum One-Hit. Bitte reicht's zum One-Hit. Ne, reicht's eigentlich nicht. Das ist halt gerade mit ein paar KP über... Two-Hit. Ja, okay. Ist auch nicht schlimm. Aber dann muss das nächste, was jetzt kommt, auf jeden Fall ein Two-Hit sein. Weil sonst habe ich keinen Absorber mehr. Und es wird kritisch. Ja, kritisch nun auch nicht. Also, nee. Kritisch... Nein. Kritisch wird's nun nicht. Aber es wird ein bisschen schwieriger für uns. Level 24. Lernen wir eine neue Attacke? Nein. Muschasch. Okay, möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, möchten wir. Vitismo muss noch auf Level 17 unbedingt. Und dann kann es an fast schon alleine gelevelt werden. So, Tom the Sweet, wir wechseln auf dich. So, Tackle. Absorber Nummer 1. Bitte im Turret. Doch, war gerade, glaube ich, auch ein Turret, ne? Ja, nice. Super, dann haben wir auch damit den letzten Raum der MS an, ne? Wenn ich jetzt richtig ausgesprochen habe. Fertig. Und wir können uns, Oh, Vitismo habe ich noch Level 17, nice. Auf den Rivalenkampf vorbereiten. Und ja, mal gucken, was uns da erwarten wird. Ich würde eigentlich den auch noch gerne machen, aber das machen wir im nächsten Part. Weil ich es nicht mehr immer so lange machen möchte, also die Parts nicht mehr so lange machen möchte. Und ja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ist mir auch eine große Hilfe immer. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr demnächst wieder jemanden dabei haben wollt. Ich glaube, die nächste Folge mache ich noch alleine. Und dann, ich glaube, in der dritten, also dann darauf die Folge, die übernächste Folge, werden wir uns, glaube ich, die Arena widmen. Weil ich noch Vitismo noch ein bisschen leveln will. Und ja, also mal schauen. Ich glaube, ich werde mir nächste oder übernächste Folge definitiv jemanden wieder dazu holen. Ob es Dennis ist oder so, schreibt es mal in die Kommentare, wen ihr gerne sehen möchtet. Und ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, liebe Leute.